So, hallo und willkommen zu der Folge Minecraft Apollo hier. Wie gesagt, neue Ausgabe Minecraft Apollo zur neunten Ausgabe hier, neunten Folge. Und genau, heute sitze ich hier auf einer wunderschönen Couch hier. Es ist aber auch immer wieder schön, wenn ich da so eine Couch habe und nach hinten schaue und da einfach Tobs ein glatziger Kopf ist mit einem Babyhaar. Es ist immer wieder schön hier, Tobs ein Kopf, ich wäre fast runtergefallen, anzubetrachten und, Rendagui is not open, was auch immer das ist. Wie gesagt, hier, Tobsen Kopf hier hat immer noch eine kleine Frisur. Und ich habe ja nämlich mein Tower hier ausgebaut. In vorige Folge haben wir, wie gesagt, haben wir irgendwie so eine Götterstadt, also nicht so eine Götterstadt, so ein Göttertempel von Zeus, ein Reich oder so gesehen und so. Und wer es nicht weiß, wie gesagt, Jonas30.shop. Wie gesagt, für einen coolen Merch hier. Mit dem Hoodie hier im Hintergrund für kalte Zeiten. Der Hoodie ist aber auch wirklich bequem. Das heißt, maximal die Dings, die Füllung, also nicht Füllung, wie sagt man das? Die Innenschicht ist einfach so gemütlich, ist unglaublich. Und wie gesagt, da ist auch die Skizze, weil er es noch nicht kennt. Wie gesagt, Jonas 30.shop hier für saftige Rucksäcke, für alles mögliche, für Rucksäcke, ich kann es dir nochmal zeigen. Für Rucksäcke, wenn es landen würde. Für Rucksäcke, für alles mögliche hier. Und wer es nicht weiß, ich glaube, da geht es jetzt gerade nicht, aber wenn man hier mit der Maus oder so drauf tippt, wenn jetzt der andere Banner ist, Schnitzelbanner, steht der Schnitzel, wenn man hier aufs Schnitzel drauf kommt, praktisch. Ist richtig cool, also ein kleines Easter Egg hier. Und wie gesagt, hier einfach der Rucksack, den finde ich aber richtig cool. Wie gesagt, einfach Federmäppchen für die, die noch in die Schule gehen hier. Einfach Federmäppchen, wie gesagt, Jonas30.shop hier. So, ich wollte nämlich heute noch was zeigen hier. Ich weiß nicht, ob ich hier genau schon oben war. Ich habe nicht, ihr habt durchgeschrieben hier ein paar Sachen. Ich habe es noch nicht leider aufgeschrieben. Aber Fanartraum habe ich jetzt gemacht. Das heißt, so, wie gesagt, einfach Fanarts einschicken. Dann könnt ihr im Fanartraum könnt euer Fanart hier aufgehängt werden. Ich glaube, ich habe noch keinen Lift hier dazu. Ich glaube, ich muss irgendwie schnell hier runter. Ich habe den Lift noch nicht gebaut. Ich muss den noch demnächst bauen. Hier ist nämlich der Fanart-Raum hier. Hier habe ich einfach ganz normale weiße Bilder. Wenn ihr praktisch einen Fanart macht, hänge ich die natürlich hier auf. Wie gesagt, auch Jonas3000 auf Twitter. Einfach adden, also einfach taggen hier. Einfach @Jonas3300 oder einfach Hashtag Apollo nehmen. Und dann seid ihr hier als Fanart dabei. Und oder einfach auf Instagram taggen, wie gesagt, einfach auf die Tag-Funktion bei Instagram klicken. Ja, auch Jonas30_official. Also so geschrieben. Jonas30_official. Genau so geschrieben. Einfach suchen bei Instagram, da findet ihr mich schon. Und ich muss jetzt irgendwie wieder hochkommen. So. Alright, so. Genau, heute wollten wir eigentlich beim Shop hier am Spawn vorbeischauen. Also nicht Shop, ich habe schon am Spawn sowas gebaut, nämlich. Nämlich, ich habe hier so ein Dings gebaut. Und wie gesagt, hier einfach Ideen für die Räume, für Etagen hier einfach reinschreiben. Wie gesagt, einfach dann, So. Okay, so. Und der Dings, vorige Folge hat sich Zeus hier beschwert. Weil irgendwie die Goldblöcke oder so irgendwie nicht mehr da sind. Und hier haben wir noch das Geschenk von vorige Folge. Wir haben schon richtig viel Case hier. Wir möchten unbedingt demnächst ein Case-Opening machen hier. Da kann man richtig geil Schwert und alles rauskriegen. Und ich denke, das ist gerade gekommen, weil ich nehme auch schnell Dings. Vending Machine. Ich sag's euch gleich, was hier Dings war. Ich kann auch so. So. Hallo Gott. Hallo, lieber Zeus hier. Untertan. Ich habe eine Aufgabe für dich. Okay, das ist gut. Was hast du für eine Aufgabe für mich? Zeus. Das ist eine Aufgabe. Bringe mir das Schwein des Besitzers von dem gegenüberliegenden Grund. Warte mal, wer ist gegenüber von mir? Warte mal, ist da nicht Izzy? Das Schwein? Warte mal, die hat ein Schwein. Also stimmt, die hat irgendein Haustier gehabt, gell? Es hat besondere Fähigkeiten, die mir zustehen. Okay, ja, ist es vielleicht so ein besonderes Schwein oder so? Folge mir. Okay, vielleicht irgendwie so ein besonderes Schwein. Okay. Ich denke, der Schaf ist sie. Hat irgendwie einen kleinen Spaziergang gemacht. Ich hoffe, es ist nicht zugestoßen. Oh, warte mal, was? Hä? Ist das ein Ghostblock? Hä, warte mal, ist das schon immer da? Hä? Oh, ich hinterfrag's einfach mal nicht. Was ist hier? Leute, hier ist Kohle. Man hat sich da hier eingegraben. Was ist das hier? Hallo? Und bringe es hier rein. Eine Axt. Ofen, Dispenser, Potions. Okay, bringe es hier rein. Okay, werde ich machen, Zeus. Okay, los, ja, okay. Okay, was auch immer der Zeus hier. Warte mal, ich mache das wieder auf. Das schaffe ich, wenn ich reinrennen kann.
Okay, ich weiß jetzt nicht, was genau der Dings gemeint hat, der Zeus. Irgendein Dings? Dann Schwein? Ich glaube, Easy hat nur einen Schwein. Ich glaube, das heißt Schinken oder so. Weiß jetzt nicht genau. Warte, ich gehe mal hier. Hier ist noch die richtig coole Dings hier. Die wir vor 2 Folgen gebaut haben. Oder vor 3 Folgen, ich weiß gar nicht mehr. So. Nämlich wollte ich hier, den Shop hier zeigen. Nämlich habe ich einen kleinen Shop. Ich habe das noch nicht gerade hingebaut. Und hier habe ich noch eine Chest hier. Für die ganzen Sachen hier. Also, falls irgendwer was kauft. Und genau. Nämlich gibt es hier solche Vending Machines. Ich baue mal so. Ich lasse die hier vergrößern. Ich weiß nicht, hier noch keiner einen Shop. Genau. Hier kann man nicht ganz coole Sachen machen. Zum Beispiel, man kann jetzt einfach so machen. Nachher kann man, hier Settings machen. Dann kann man irgendein Item. Okay, ist gerade anscheinend wird irgendein einer kommen. Kann man zum Beispiel einen Cobblestone reingeben. Dann kann man irgendeinen Preis eingeben. Und, praktisch, man kann dann einfach einen Cobblestone. Okay, der Cobblestone ist jetzt gerade aus. Das hat etwas vergessen. Okay, eine Leine. So, soll ich mit dem etwas holen? Okay, in einer Leine. Alles klar, okay. Ja, wie gesagt, hier, kann auch ein Item reingeben. Ich glaube, das ist jetzt, gar nicht, kann ich das abbauen wieder? Okay, dann lässt sich abbauen. Ich glaube, das ist jetzt resettet, oder? Ja, ist nice, resettet. Okay, wie gesagt, man kann hier einfach, Geld einstellen und irgendein Item reingeben und nachher einfach für Geld verkaufen. Das heißt praktisch, ich kriege nachher einfach hier Geld. Und, ja, genau, apropos Geld. Ich könnte mir eigentlich hier noch ein paar Chunks kaufen. Weil ich so viel Geld habe. Was ist das? Was ist das? Ein Papierkorb? Okay, das ist ein Schüsseldings. Was für ein Papierkorb ist das bitte? Hat er rein. Aber ist das eine Melone? Eine kaputte? Ich weiß es nicht. Okay. Aber der Tobs hat schon 14 Chunks. Okay. Da Tobs schon 14 Chunks hat, muss ich natürlich aufholen. Ah. So, jetzt hat 20. Das heißt, ich glaube, ich weiß jetzt nicht, wie viel ich kaufe. Ich glaube, ich kaufe mal 6 Chunks hier. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, nice. Jetzt habe ich wieder Top-Dings hier. Am meisten, Dings. Chunks, das heißt, 6 Chunks claim ich mir nachher. Und genau, ich wollte jetzt hier noch schnell machen mit String hier, dass es schöner aussieht. Wollte ich es so machen? Dann wollte ich mich hier hochbauen. Irgendwie, okay, es geht gerade hier gar nicht. Aber kann man irgendwie, warte mal, kann ich nicht irgendwie hier, das wollte ich nicht. Das ist ein bisschen schwierig, warte mal, ich will den Weg hier halt nicht zerstören. Ich kann mich hier glaube ich, hochbauen. Das wird schon irgendwie gehen. So. Jetzt hier die rote Dings. Kann ich das nämlich hier rauf platzieren. Das sieht das viel cooler einfach aus. So, und kann ich hier was platzieren? Oder geht das nicht? Weil hier irgendwo ein Block ist. Ne, es geht nicht, oder? Geht es? Es geht nicht, schade. Okay, ja, wie gesagt, hier habe ich so ein kleines Shop-Dings jetzt. Alright, kann ich das hier drauf platzieren? Nee. Ja, tja, egal. Würde ich sagen, hier gehen wir gleich weiter. So, lass ich den Cobblestone, lass ich natürlich hier nicht da. Alright, so. Könnt ihr noch auf der anderen Seite machen oder, ja, ich lasse das mal hier irgendwie so. Oder obwohl, ich könnte eigentlich hier machen. Ich mache das hier gleich nachher, wenn ich wieder zurückkomme. Und, genau, wir sollten jetzt irgendwie hier, Dings kommen. Wie gesagt, ihr könnt auch in die Kommentare schreiben, was ich hier für Sachen reinstellen soll. Zum Verkauf. Und ich denke, gegenüber ist sie eigentlich easy. Also er hat eigentlich easy gemeint, glaube ich, oder? Ich war noch gar nicht bei easy. Gefährliche Tiere betreten verboten. Okay. Nicht, dass das Schwein irgendwie anfängt, mich zu beißen und, dass ich nachher sterbe. Das ist nicht gut. Gefährliche Tiere. Ich gehe mal hier drüber. Oder trespassing, wie man es hier auf Englisch sagt. Aber hier ist irgendwie relativ Dings. Relativ dunkel irgendwie. Wo wohnt eigentlich Izzy, ist die Frage. Ich war doch gar nicht bei Izzy. Oh, ich sehe da oben irgendwas. Man müsste irgendein. Ich glaube, das ist ein Fan hat, glaube ich, hängt da oben. Bin ich sicher. Das ist ein kleiner Turm, okay. Ist irgendwas drinnen? Nee, ist kein kleiner Turm einfach nur drinnen. Ich gehe mal zu dem Dings hier. Zu den kleinen. Ich weiß nicht. Zu einer kleinen Fläche da oben. Ist da irgendwie irgendwas? Oder wo? Sollte eigentlich. Warte mal, ist das Schwein da oben? Glaubt ihr? Oh lol, was ist das hier? Oh lol, da ist schon ein Schwein. Ich denke, das ist eh das Schwein, oder? Lol, das hat ein Easy alles. Ein Dings. Hallo, bist du das Schwein? Tatsache, Schinken, okay. Schinken. Was hat die hier alles? Okay, lol, so einen richtigen Zauberwald. Okay, Schinken, komm mit, sein braves Schwein. Okay. So jetzt muss ich noch irgendwie schaffen, dass Schinken mit mir mitkommt. Schinken. Put. So, alright. So,
Okay, okay, okay. Komm mit, Schinken. Sei ein braves Schinken. Sei ein braves Schwein. Aber ich glaube, die Leine kann die reißen. Ich denke nicht, weil ich muss hier hochbauen. So, so. So, hoch, hoch, hoch. Okay, so, weiter, weiter, weiter. So, put, 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 put. Was schinken sieht irgendwie relativ gut aus. Ich weiß nicht, für was jetzt genau der Zeus hier das will. Wenn ihr irgendwie Fans von Easy seid, kein Problem. Ich habe kein Problem nur mit, mit Easy. Ich will nur irgendwie, keine Ahnung, der Gott will es. Und wie gesagt, ich bin sein Untertan. Ich will nicht, dass der Gott mich irgendwie bestraft. Das ist ganz und gar nicht gut. Okay, ich hoffe, Dings Schinken kommt ja einfach mit jetzt. Braves Schinken. Okay. So, kann ich eigentlich sprinten auch oder reißt das ab? Ich kann sprinten auch hier. Okay, so, das ist jetzt nur die Frage, wie komme ich da durch? Ich glaube, ich kann das einfach abbauen eigentlich. So, da komm her. Hände ich eigentlich kurz hier an. Okay, man kann gar nicht, keine Dings. Scheine hier an. Oh, die Leine ist gerissen. Okay, die Leine ist noch da, okay. Komm hier mit. Komm, put, 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 put. Okay. So, jetzt wieder zubauen, dass keiner irgendwas merkt. Und jetzt schnell einfach hier, wieder nach Hause. Ich hoffe, es geht. Keiner gerade online, der mich sieht. Schnell. Oh, oh, ist die Leine schon gerissen? Oh, oh. Nein, wo ist die Leine? Hier ist die Leine. Okay, nice. So, komm mit. Ich darf nicht zu schnell rennen. Okay. So. Put, 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 put. Oh, nein, ist die Schwein gerissen. Ich glaube, das Schwein kann einfach hier die Dings nicht hoch, gell? Ich glaube, das kann einfach hier die Slabs nicht hochgehen. So, so. Mit kommen. So. Ihr könnt auch irgendwie Fanart machen, wo ich mir gerade das Schwein klaue oder so. Wie gesagt, okay, das Schwein hüpft ihr einfach drüber. Oh, hallo Schaf! Schaf? Warte mal, Schaf? Wo ist das Schaf jetzt gerade hin? Hallo Schafi, versteckst du dich etwa? Okay, ich weiß jetzt nicht, wo das hingerannt ist. Schaf, komm irgendwie nachher wieder zurück. Ich, hab was. Ich hab, Happer Happer für dich, okay? Okay, so. Komm, 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 komm. Okay, so, hier sind noch Äpfel hier auf den Bäumen, kann ich auch mal ernten. Der Zauber sieht aber so cool aus, gell? Okay. So, boot, 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 boot. Okay. Gleich sind wir da, okay, okay. Das heißt, ich muss hier einfach das Schwein nachher runterbringen in den, Raum, was auch immer der machen will mit dem Raum. Okay, komm, komm, komm. Boot, 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 boot. Genau. Hier ist, by the way, meine schöne Gegend, Schinken. Falls du, noch nicht, bei mir warst. Eigentlich warst du, glaube ich, noch gar nicht bei mir. Okay, jetzt komm hier mit. So. Und so. Ich hoffe, Zeus ist gerade da. Oh, oh nein. Jetzt ist die Dings wieder Leine wieder abgerissen. Kommst du hier hoch? Ja, du kommst hier hoch. Okay. Hier hoch. Okay. Nein, nicht hier rein. Nicht hier rein. Nicht hier rein. So. So. Und so, komm rein. Put, put, put. Kommst du rein? Kommt, kommt. Kommst rein? Kannst du hier rein? Ich glaube, jetzt kann ich hier rein, oder? Ich glaube, die Ghostblöcke werden nicht gedingst hier. Kann ich die abbauen? Okay, ich kann die abbauen. Dann komm hier rein. Put, 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 put. Nice, komm hier rein, 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 rein. So, jetzt mache ich schnell die Ghostblöcke wieder hin. Oh nein. Komm rein. Oh, ich spring's mal hier runter. Okay, Zeus. Ah, hi Zeus. Ich habe das Schwein. Hoffentlich ist es das. Hier hast du es. Boah, das hat lange gedauert. Ich weiß, es ist. Warte, kann. Warte, Marie. Schwein will gerade irgendwie nicht rein. Oh nein. Kannst du reinschubsen irgendwie? Ich weiß, ich will gerade nicht. Warte mal, ich glaube, ich muss die Tür abbauen schnell. So. Jetzt will es rein, glaube ich, oder? Ja, jetzt will es rein. Okay, so und so und so. So. Okay, nice. Danke. Hier ist eine Belohnung. Okay, eine oh, was ist das? Herzen? Grün? Bubble Charm. Green Heart Kanister. Heart Kanister. Kann ich was machen mit dem? Bauble ist. Bauble. Ich glaube, das kannst du Bauble. Kann ich irgendwo reingeben? Oh, warte mal, hä? Kann ich das hier reingeben? Bringt das irgendwas? Warte mal. Heal ich hoch? Und ich glaube, ich muss hochheilen, oder? Das bringt ja grüne Herzkanister. Das ist die Frage. Ah, lol! Ich habe halt extra Herzen jetzt. Oh, okay. Hallo Schwein, ich hoffe, du kommst nicht auch. Ja, tut mir leid, Schwein. Mach noch, Dings. Ja, mach noch Experimente. Tschüss. Okay. Schnell hier Ghostblocks. Wir machen. Ich habe echt Angst, dass Easy irgendwie rausfindet, dass irgendwie, ich ihr Schaf, ihr Schwein gestohlen habe. Genau, okay.
So, die Dings gebe ich noch. Ich lage noch schnell das Dings an. Genau, sechs Dings dürfen wir noch erklären. Sechs Dings. So. Delete können wir uns irgendwie. Ich höre ganz Zeit das Grund vom Schwein. So, sechs Dings dürfen wir claimen. Sechs Chunks. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oder obwohl ich glaube, ich claim die zwei und mach ein. Warte mal, wie viel haben wir jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, das heißt, wir haben einen Turm, einen Main-Turm haben wir schon geclaimed, immerhin. Okay, das heißt, hier kann keiner rein. Und, ja, eigentlich sollte ich jetzt. Ich brauche nochmal demnächst 3 Chunks, habe ich den kompletten Turm geclaimed. Eigentlich brauche ich 5 Chunks, okay? Das heißt, 5 Chunks habe ich den kompletten Turm geclaimed. Okay, aber ich habe 2 Herzen, 2 extra Herzen, das ist jetzt richtig cool. Okay, was kann ich noch für Quests machen? Killer, bla bla bla. Händler, genau, Business. Weil ich habe jetzt einen Shop hier am Spawn. So, Detect, Claim. Und, genau, ich glaube, ich mache jetzt mal ein Case Opening, mehr oder weniger. Weil ich habe hier, richtig viele Dings, richtig viele Chests hier. Und, ich bin echt neugierig, was ich hier rauskriege. Genau, was ist das hier? Medieval Box. Okay, bitte irgendwas Gutes. Kutschel. Hallo, Dings. Hylian Box. Okay, bitte. Triforce Shard. Crafting Ingredient. Was ist das? Triforce Crafting Ingredient. Okay. Ja, man kann sich auch Master Sword mit dem machen, wenn man 3 Dinge von denen hat. Okay. Das ist richtig gut, okay. Ah, es geht. Ich glaube, das ist so gut. Katana Box. Bitte, Katana Box. Chain Lane. Ah, es ist nicht so gut. Repair to the. Ich will was Gutes kriegen. Gutes. 2 Holzschwerter. Nice. Kann ich irgendwas Gutes? Goldbox. Okay, Pfeile, immerhin Pfeile. Oh Leute, okay, ich habe einen Diamant gekriegt. Hungry Box, ich glaube, da kriegt man Essen raus. Das ist gut für ein Dings. Okay, hier kriegt man Essen. Und hier kriegt man Essen, okay. Das war, glaube ich, alles. Also, eigentlich, es geht. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Damage hier das macht. Plus 1 Saturation. Weiß nicht genau, wie viel Damage das macht. So. Und den kann ich hier stacken. Und hier noch die ganzen Schwerter. So. Ich habe jetzt einen Cutchel. Repetitive Iron Ingot, was ist das? Oh lol, das ist so ein Baseballschläger mit Dings, gell? Ich weiß nicht, wie viel Damage. 8 Damage macht der. Okay, der macht so viel mit dem Schwert einfach, okay. Das kann ich irgendwie schenken mal. Eigentlich. Okay, ich habe Melonen-Seeds. Ich weiß immer noch nicht, was Dings hier ist. Triforce Shards. Aber das werden wir irgendwann demnächst rausfinden. Ich muss unbedingt meinen Chest hier vergrößern. So, bam, bam, bam. Ich weiß nicht, wo ist das Schaf? Schaf, die Schaf. So, Dias, Diamond Shield. Ich habe hier noch mit Diamond Shield. Ich weiß nicht, wo ich das reingeben soll. Oder, ich weiß nicht, ich benutze das eigentlich und nicht wirklich jetzt eigentlich auch. Bam, bam, bam. Fisch habe ich noch gar nicht. So. Und so. Warte mal, es sind 2 verschiedene Chickens. Okay, Steak habe ich ja auch noch. Ich glaube, ich lasse es einfach im Inventar. Hier noch Melonen-Seeds und Arrows. Pfeile kann ich immer hier drinnen lassen. Dann würde ich hier auch sagen, das war's für die Folge. Wie gesagt, oh, ich bin gerade gebuggt. Ah, ich bin Schaf. Hallo, Schaf. Wie gesagt, oh. Oh, nein, Schaf. Schaf, komm. Schaf, komm runter. Schaf, nein, Schaf, böse. Komm runter. Schaf, nein. Nein. Schaf. Nein, hüpf nicht, okay? Schaf, du kriegst richtig viel zu essen. Du kriegst zu viel. Du kriegst Gold, okay? Du kriegst Gold. Gold, wenn du runter gehst. Okay, geh runter. Kriegst Gold. Okay. Irgendwas muss ich hier bauen, oder? Schau, komm mit, du kriegst Gold, okay? Ganz Glitzergold. Glitzer, okay? So, ich weiß nicht, ob das es ist. Aber hier ist so irgendwie ein Goldblock. Gold. Oh, ja, Gold. Ja. Ja, genau. Nein. Okay, ist eine Nähe runter. Okay, nice. Ich muss hier unbedingt das einbauen. Nicht, dass es nochmal nach oben rennt. Ich baue das auch schnell ein. Dann würde ich auch sagen, das war's für die Folge hier. So. Dann war's das hier auch. So, geht genau perfekt aus. Okay, das schafft nicht einfach hier random reinrennen kann. Und ja, dann würde ich sagen, das war's hier für die Folge. Lasst unbedingt ein Like, ein Abo da und aktiviert die Glocke für mein Minecraft und mehr Minecraft Apollo hier. Wie gesagt, lasst ein Like, ein Abo da. Wie gesagt, checkt hier shop.jansa30.shop, wie eingeblendet ist. jansa30.shop. Einfach auschecken hier. Und ja, dann findet ihr das saftige Hoodies da im Hintergrund. Also ich finde das Design einfach richtig cool. Mit Tasten, mit der Feder, weil ich unbedingt kauft einfach ein Hoodie und schickt mir ein Bild. Dann werdet ihr in Apollo hier eingeblendet. Und ja, hier ist auch das Schaf. Das rennt hier noch rum. Ja, wie gesagt, lasst ein Like, ein Abo da und aktiviert die Glocke. Abonniert mich unbedingt, dass ihr für mehr Minecraft Apollo, dass ich wirklich sehe, dass ihr Apollo mögt, ja. Und kommentiert unbedingt, wie ich das Schaf hier nennen soll, Goldie, also
Goldie oder Goldie. Unbedingt einfach in Kommentare schreiben, das bringt mir halt sehr viel, weil ich einfach jeden Kommentar hier lese und das ist einfach, macht ja auch richtig viel Spaß. Und ja, wie gesagt, lasst einfach ein Like, ein Abo da und aktiviert die Glocke und abonniert mich und schaut Jonas30.shop und ciao!